SRF News macht seit 8 Jahren jetzt Videos für die digitalen Kanäle, das heisst für die Social Media Kanäle und für die SRF News App. Wir versuchen so, ein junges Publikum dort zu erreichen, wo sie eben sind und so auch zu zeigen, was für Informationsleistungen wir im Newsroom von SRF herstellen. SRF produziert Videos, Web-Videos, die findet man auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok. Es ist professionell, super gemacht. Kurzer Inhalt, kurze Botschaft. Der Publikumsrat bedauert, dass die Web-Videos nicht barrierefrei sind. Leute, die sehbeeinträchtigt sind oder die gar blind sind, haben keine Chance, um diese Videos zu verstehen. Für Sehbeeinträchtigte sind die Videos tatsächlich nicht ideal. Wir haben da einfach einen Kompromiss machen, weil wir festgestellt haben, dass auf den digitalen Kanälen die Mehrheit der Leute die Videos auch ganz ohne Ton hören und wir darum eben die Informationen haben müssen auf die Bildebene bringen. Das hat umgekehrt aber den Vorteil, dass die Hörbehinderten alle Informationen schon haben und die, die den Ton zusätzlich noch hören können, haben zum Beispiel auch O-Töne in Originalsprache auf Englisch, Italienisch oder Französisch, was man beim Fernsehen so sonst auch nicht hat. Die Webvideos wollen etwas erklären, sie wollen über etwas informieren. Sie sollten eigentlich wertfrei sein. Sind sie aber leider nicht, weil wir haben einige Sachen gesehen, wo man die durchgegangen hat, das ist ein bisschen tendenziös. Dort wünschten wir noch mehr Klarheit und Information. Es kann sein, dass bei einzelnen Beiträgen da und dort ein Adjektiv reinrutscht, das nicht sehr ausgewogen ist. Grundsätzlich ist es uns aber extrem wichtig, dass wir politisch neutral berichten. Und um das sicherzustellen, kommt jedes Video auch in eine Abnahme, wo eben genau auf solche Sachen auch nochmal geschaut wird. Es ist noch faszinierend, die Webvideos. Es ist nicht so, dass ich die suche, sondern die Videos finden mich. Die ploppen auf, dann, wenn ich auf den Social Media Kanälen bin. Manchmal fehlt aber der Kontext. Von wo kommt die Information? Was ist die Quelle? Wo kann ich mich noch mehr informieren über das, was mir hier angeboten wird? Wir versuchen zu unseren Videos auch aufzuzeigen, wo man sich noch mehr Informationen holen kann. Wir posten darum auf Social Media zum Teil auch Links posten, auf unsere Website zum Beispiel. Allerdings sind wir dort eingeschränkt, weil wenn man zu viel so Links postet, dann wird das vom Algorithmus negativ gewertet, weil das Ziel von der Plattformen ist natürlich, dass man möglichst lang auf der Plattform selber bleibt und darum müssen wir da eine Mischung finden zwischen Links setzen und halt Informationen auf der Plattform aufschaffen. Auf dem riesigen Markt von Webvideos hat SRF eine Marke gesetzt mit seinen Produktionen. Vor allem beim jungen Publikum ist das ein wichtiger Teil, SRF können zu lernen. Es ist eine gute Marke und vielversprechend für die Zukunft. Es freut uns sehr, dass der Publikumsrat auch die digitalen Videos begutachtet. Das ist eine Wertschätzung, die sehr gut angekommen ist bei uns im Team. Und auf den digitalen Kanälen ist es uns wichtig, dass wir quasi jeden Tag mit dem Publikum in Kontakt sind und nicht nur über den Publikumsrat. Wir haben zum Beispiel ein Community-Team, das alle Anregungen und Kritik immer aufnimmt und der Redaktion zurückspiegelt, damit wir eben auf diesen Kanälen wirklich auf Augenhöhe sind mit dem Publikum und auch so wahrgenommen werden.